Jens, Spitzenspiel gegen den dritten Platzierten, unentschieden. Zufrieden mit dem Ergebnis? Ja, auf jeden Fall. Vom Spielverlauf her müssen wir zufrieden sein. Und das war das, was wir erreichen wollten, mindestens einen Punkt. Wenn nicht verloren. Jetzt haben wir weiterhin 3 Punkte Vorsprung vor der Konkurrenz. Und nächste Woche versuchen wir, den Deckel drauf zu machen. Ehrlich gesagt hätte ich, wenn ich den Tabellenstand angeguckt hätte und die Punkteverteilung erwartet, dass ihr heute ziemlich aggressiv auf Sieg spielt, um die Meisterschaft vielleicht heute hier feiern zu können. Ja klar, wir wollen ja schon auf Sieg spielen. Allerdings muss man immer den Gegner ansehen. Das ist mit Ischbringer eine der besten Mannschaften, Top-Spieler dabei. Und das hat man auch gemerkt im Laufe des Spiels. Wir waren platt, wir haben unsere Probleme gehabt. Und ja, letztendlich, wie gesagt, sind wir froh mit dem einen Punkt. Und ja, nächste Woche, wie gesagt, zählt es nochmal. Wieso wart ihr denn platt? Lag es am Wetter? Nein, nicht am Wetter. Wir haben viele angeschlagene Spieler. Es war eine lange Saison, eine kräftezehrende Saison. Wir müssen aber immer viel investieren müssen. Es gab kein Spiel, wo wir einfach so im Vorbeigehen gewonnen haben. Und das merkt man jetzt. Wir sind froh, dass wir immer noch da oben stehen. Und jetzt müssen wir uns so einmal zusammenreißen. Und dann könnte es was werden. Es wurde ein Elfmeter gegen euch gepfiffen. Kannst du zu der Strafraumsituation etwas sagen? Ich habe es nicht ganz genau gesehen. Es war kein eindeutiger Elfmeter. Eine Berührung war, glaube ich, da. Aber ob das für einen Elfmeter reicht, bin ich mir nicht sicher. Also ich hätte es nicht gepfiffen. Aber letztendlich ist ja nichts passiert. Und du hast es ja schon gesagt, letztendlich hast du es gehalten. Wie hast du es gemacht? Ja, es war Intuition. Ich habe mir den Spieler genau anguckt und dann habe ich versucht, die richtige Ecke zu erahnen. Habe es dann auch geschafft. Es war auch nur wichtig, dass der Nachschuss nicht reinging, der Kopfball. Das war noch eine heikle Situation. Und ja, wie gesagt, es ist Intuition. Ein bisschen Glück ist auch dabei, aber das brauchen wir auch. Wie fühlt man sich als Held, der heute den Punkt halten konnte? Ja, also Held ist immer übertrieben. Wir haben weitere 10, 11, 12 Spieler gehabt, die alles reingeworfen haben. Wie zum Beispiel unser Tim Baum, der heute arg angeschlagen war. Wir haben alle von Nummer 1 bis Nummer 15, auch draußen die Trainer, alles in die Waagschale geworfen. Und deshalb sind wir heute alle Helden. Und ja, wie gesagt, ich tue meine Arbeit und das ist wie jeder andere auch. Und heute hat es halt geklappt. Also rund insgesamt unterm Strich zufrieden mit dem heutigen Spiel und Ergebnis? Ja, also wenn ich es vorm Spiel, wenn es mir angeboten wurde, 0-0, hätte ich sofort unterschrieben. Wir haben jetzt 3 Spiele in Folge kein Gegentor kassiert. Das ist natürlich für mich als Torwart auch immer ganz, ganz nett. Und mit dem Punkt, klar, das ist das, was man mindestens erreichen wollte, wie ich schon gesagt habe. Und ja, deshalb bin ich voll und ganz zufrieden. Jetzt müsst ihr bis zum letzten Spiel warten, bis sich für euch klärt, ob ihr die Meisterschaft sicher machen könnt. Was kann euch noch oder wer kann euch noch gefährlich werden? Germania Singen 2, unser Gegner. Die werden nächste Woche natürlich auch alles versuchen, uns doch noch ein Bein zu stellen. Da ist Sportfest, soweit ich mitbekommen habe. Die wollen sich da mit Sicherheit auch nicht abschießen lassen. Aber wir müssen unser Spiel voll uns durchziehen. Wir haben jetzt seit dem ersten Spiel lang nicht mehr verloren. Wir müssen noch dreimal 3 Punkte holen, noch einmal dreifach Punkte. Und dann, wie gesagt, ist also für uns ist ein kleines Wunder. Wäre es dann ein Wunder. Und da legen wir alles rein. Wir geben alles. Und das, um es unsere Fans und auch dem Verein mal zu bringen. Kannst du ein kurzes Fazit der vergangenen Saison jetzt, also fast vergangenen Saison jetzt ziehen? Ja, also man muss sich die nackte Zahl angucken. Wir haben die beste Abwehr, wir haben am meisten Punkte, wir haben seit dem ersten Spieltag nicht mehr verloren und das ist einfach, das zeigt eigentlich alles. Wir haben nicht gewusst, wo wir stehen vor der Saison mit dem neuen Trainer, haben dann das erste Spiel gleich verloren. Da war dann vielleicht schon ein bisschen Tristesse, aber dann ging es los, nur nach vorne, erster Platz erreicht und den wollen wir jetzt bis zum Schluss nicht abgeben und wie gesagt, es wäre der Wahnsinn, wenn es nächste Woche klappen würde. Jens, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche euch alles Gute. Danke auch.